Hallo Freunde, heute möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte aus dem Leben. Eine wahre Geschichte von der Straße. Ich nenne sie des Tuners Arschkarte. Monatelang, wochenlang, tagelang oder einfach nur stundenlang sitzen wir an unseren Autos, optimieren Schrauben und tüfteln, mit dem Ziel, unseren Gedanken individuell freien Lauf zu lassen und etwas zu schaffen, worauf wir Bock haben und was uns gefällt. Nachdem wir ordentlich und gewissenhaft all diese Umbauten vollzogen haben, fahren wir zu einem amtlich anerkannten Sachverständigen, der wirklich Ahnung von seinem Job hat, und lassen all diese Umbauten und Veränderungen prüfen und eintragen. Nachdem wir wieder einmal hunderte Euro an Eintragungsgebühren los sind, fahren wir dennoch stolz wie Bolle vom Hof und erfreuen uns der erfolgreichen und legal sauberen Eintragungen. Einige Tage später überkommt es uns. Wir wollen einfach eine Runde drehen, ein bisschen Freiheit schnuppern, ein bisschen cruisen. Aber dann im Rückspiegel ein Streifenwagen. Die Stimmung kippt, die Arschritze schwitzt. Was sollen wir tun? Wir folgen den Anweisungen, fahren rechts ran und händigen den netten Herrn Führerschein, Fahrzeugschein und automatisch unsere Mappe mit allen Eintragungen aus. Der Polizist ist aber diesem ganzen getunten Kram nicht gut gestimmt. Er hat einfach keine Lust darauf. Fahrwerk, Felgen und Auspuff sind ihm scheißegal. Maximal spaßbefreit und wirklich sichtbar lustlos blättert er durch den Ordner voller Gutachten. Nach einigen schlecht inszenierten Handy-App-Messungen und Zollstockübungen zweifelt er den Zustand des Fahrzeugs und somit all seine Eintragungen an. Was bleibt uns anderes übrig? Nichts. Wir haben erstmal vor Ort keine Chance, irgendetwas zu tun. Ein Abschleppwagen kommt. Das Auto wird aufgeladen. Endstation. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Geschichte weitergeht, denn sie fängt jetzt gerade erst an, dann bleibt auf dem Sender, denn in wenigen Tagen präsentiere ich euch Low Life Matters bei Angezweifelt. Die wahre Geschichte eines Tuners, der trotz Eintragungen stillgelegt wurde und jetzt vor Gericht um sein Recht kämpft.